und darf ich unseren Herrn Martin Renner an das Rednerpult bitten. So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich habe vorher schon mal gehört, dass grüß Gott ist nicht so ganz gewöhnlich hier, aber da erkennen Sie, dass ich aus dem Süden Deutschlands stamme und nur erst seit 30 Jahren in Nordrhein-Westfalen in der Diaspora lebe, sozusagen. Diaspora deshalb, weil Nordrhein-Westfalen, das wissen Sie als Niedersachsen, als an Nordrhein-Westfalen grenzendes Land, dass Nordrhein-Westfalen recht ordentlich runtergewirtschaftet ist und das ist eben auch eine Diaspora. Meine Damen und Herren, ich bin ja einer, wie vorher eingangs schon gesagt wurde, einer von den 16, die die Alternative für Deutschland gegründet haben, in Oberursel. Wir waren aber und haben den Entscheid getroffen, eine Partei zu gründen, denn die Vorläuferorganisation vor der Alternative für Deutschland war ja die Wahlalternative 2013, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Und da haben wir uns in Hannover getroffen, bei der damaligen Landtagswahl und dann haben wir auch relativ bald gemerkt, dass eine Kooperation mit den Freien Wählern, die der Herr Lucke war ja einer, der von der Wahlalternative 2013 sehr befördert hat, der war da Teilnehmer und auf der Liste der Freien Wähler. Und dann haben wir festgestellt, das wird nie was mit den Freien Wählern. Und dann war durchaus auch mit meinem Enthusiasmus, dann wurde die Frage gestellt, es waren 70 Leute da von der Wahlalternative, wir können die Probleme nur dadurch begegnen, indem wir eine neue Partei gründen und eben nicht mit Kooperationen und so weiter und so weiter. Ich hatte dann, weil ich aus dem Berufszweig komme, die Aufgabe, damals in Hannover bekommen, den Namen zu entwickeln als Alternative für Deutschland, auch das Logo, weil wir solche Sachen einfach beruflich gemacht haben. Warum ich das erzähle, ist nicht, um zu zeigen, dass ich da dabei war, sondern wir haben eine Reihe von Namensvorschlägen gemacht, unter anderem Alternative für Deutschland. Glauben Sie, dass das schon schwierig war bei der Gründungsversammlung unter 16 Leuten? Für Deutschland. Problematisch, weil das positioniert doch sofort in irgendeiner Art und Weise. Meine Damen und Herren, genau das ist es. Es muss positionieren, weil das ist eigentlich der Raison d'être der Alternative für Deutschland, dass wir versuchen, Politik für Deutschland zu machen. Und wenn wir für Deutschland Politik machen, denn das wird ja längstens nicht mehr für Deutschland gemacht in der etablierten Politik, dann machen wir automatisch Politik auch innerhalb dieser EU, innerhalb Europas. Ob das Europa, die EU, dann nach wie vor weiterhin so aussieht wie momentan, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber wir müssen vordergängig erstmal Politik für Deutschland machen. Weil Deutschland ist ein Partner und auch ein Teil der EU und hat eben in dieser Eigenschaft eine ganze Menge Probleme. Aber meine Damen und Herren, haben Sie den Eindruck, dass diese Probleme sowohl im europäischen Teil des Politischen als auch im nationalen Teil des Politischen, dass die Probleme tatsächlich durch die Politik angesprochen werden? Haben Sie das? Kein bisschen. Die Probleme werden nicht angesprochen. Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Die wirklich politisch relevanten Dinge, die werden total marginalisiert, über die wird überhaupt nicht geredet. Und das, was nebensächlich ist, das wird in der Politik unheimlich dramatisiert. Zum Beispiel braucht man eine dritte Art von Klo für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, ob sie Onkel oder Tante sind. Eine Debatte über die Ausrichtung der Partei bzw. der Nation, ein Zukunftskonzept, das, was man eigentlich erwarten würde von Politikern, dass sie Zukunftskonzeptionen projizieren und entwickeln, das wird durch die politischen Eliten eigentlich beharrlich verweigert. Warum ist das so? Warum wird das Politische eigentlich, die Debatte über das Politische und über die zukünftige Entwicklung Deutschlands so beharrlich verweigert? Ich glaube, das liegt einfach daran, einmal, weil sie gar nicht wissen, was sie da betreiben, Politiker. Und zum Zweiten, weil sie Pfründe und machtorientiert denken. Wie bleibe ich möglichst lang an den Töpfen der Macht, ohne dass ich irgendjemand weichen muss, der dann möglicherweise andere Konzeptionen entwickelt.
ist schon ein hartes Urteil, was ich hier spreche über die etablierte Partei, über die etablierte Politik. Wir haben dann. Wie bitte? Das reicht ja noch nicht aus. Was? Ja, ja, klar, logisch. Aber ich wollte Sie wahrscheinlich nur so in der Größenordnung von 40, 45 Minuten quälen in der warmen Luft. Und dann kommt ja auch noch der Herr Münch. Wir haben dann, als wir die Alternative für Deutschland gegründet haben, uns zusammengesetzt, hauptsächlich der Axel Hahn, der war 8 Jahre lang im Berliner Abgeordnetenhaus. Historiker, der hat sich dann bei mir einquartiert. Da haben wir eine Woche lang verschiedene politische Felder entwickelt, die Alternative für Deutschland sozusagen beackern sollte. Denn die ursprüngliche Idee war natürlich, der Alternative für Deutschland oder der ursprüngliche Anlass war natürlich diese heillosen Rettungsschirme, die um den Euro zu retten gerade aufgebaut wurden. Wir haben zum Beispiel eine Frage oder ein Feld bearbeitet, welche Staatsform wollen wir bewahren zukünftig? Da wird man eigentlich ausgelacht, wenn man sowas fragt. Die parlamentarische Demokratie natürlich. Ist ja banal. Haben wir denn noch eine parlamentarische Demokratie in diesem Land? Glauben Sie das? Nein, haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Weil immer mehr der Souveränitätsrechte übertragen werden Richtung der EU. Und da ist die Legitimation gar nicht vorhanden. In der EU. Weil das Prinzip der Demokratie heißt One Man, One Vote. Ein Mensch hat eine Stimme. Aber 10 deutsche Stimmen wiegen eine Malteser Stimme auf. 5 deutsche Stimmen eine polnische Stimme. Es kann doch nicht sein, dass nach dem Prinzip der Demokratie nicht jede Stimme gleichgewichtig ist. Das ist doch das. Die Urforderung der Demokratie. Und dort werden dann Entscheidungen herbeigeführt, wo dann mehr oder weniger pro forma diese Entscheidungen, die im Europäischen Parlament gefällt werden, pro forma über die nationalen Parlamente noch gezogen werden, aber nicht wirklich debattiert werden. Das heißt, die Entscheidungen für unser Land werden in der EU, in Brüssel, fallen dort. Das heißt, anders ist es doch gar nicht möglich, dass zum Beispiel bei der Entscheidung des ESMs, Sie kennen den, das war dieser Rettungsschirm, eine Institution, die praktisch gar keinen demokratischen Grundstrukturen im Grunde folgt, weil das sind Gouverneure, die dürfen sozusagen Entscheidungen machen, ohne dass diese Entscheidungen nach draußen in die Öffentlichkeit gelangen. Mit den Entscheidungen des ESM-Vertrags kann man aber ganze Staatsvölker auf Generationen hin verschulden, ohne dass die nationalen Parlamente darüber etwas zu befinden haben. Das kann man nicht parlamentarische Demokratie nennen, meine Damen und Herren. Und dann geht eine Frau Merkel in den Kreis der Staats- und Regierungschefs nach Fontainebleau und dann entscheiden die sich, jawohl, ESM-Vertrag machen wir, 500 Seiten in englischer Sprache, ausgearbeitet von einer Londoner Law Firm, also Londoner Anwaltskanzlei. Und 36 Stunden später wird, weil Frau Merkel Ja gesagt hat, dieser ESM-Vertrag im Parlament, also im Bundestag, eingebracht. 36 Stunden später. Die Parlamentarier bekommen 4 Stunden vorher diese 500 Seiten in englischer Sprache und dann machen sie eine anderthalbstündige Debatte und dann heben sie ihre Hand hoch und sagen, jawohl, ESM-Vertrag machen wir. Ja, ist das parlamentarische Demokratie? Doch wohl nicht, denn parlamentarische Demokratie heißt doch, die Checks and Balances, Vorteile, Nachteile, Kontrollgremien einbeziehen in solche politischen Entscheidungen. Das heißt, es gibt in diesem System keine demokratischen Kontrollen mehr. Und meine Damen und Herren, dieses permanente Krisenmanagement auf europäischer, auf EU-Ebene werden wir unentwegt weiter haben. Und es ist eigentlich die dominante Regierungsform. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Das, was ich Ihnen gerade geschildert habe, ist im Grunde die Transformation des demokratischen Prinzips in ein autoritäreres Modell. Ist nichts anderes. Da dürfen Sie gerne klatschen. Weil das ist nämlich genau der Ansatz. Wir sagen heute, die Parlamentarier sagen heute, das, was in der Türkei passiert, der vertritt und verteidigt die Demokratie.
in der Türkei. Aber das, was die hier machen, ist genau der gleiche Weg, den wir hier gehen, aber die deutschen Menschen merken es noch nicht. Aber sie werden es merken, meine Damen und Herren, im Laufe der Zeit. Das heißt, die nationalen Parlamente sind im Grunde nur noch Vollzugsorgane. Aber parlamentarische Kontrolle findet nicht mehr statt. Und es kann ja auch nicht mehr stattfinden, denn Sie müssen natürlich mal anschauen, wer ist denn heute der Standardparlamentarier? Der geht mit 16, 17 in die Jugendorganisation irgendeiner politischen Partei, dann macht er sein Abitur, ich überzeichne jetzt natürlich ein bisschen, dann lernt er Jura, weil das lässt ihm genügend Zeit, um seine politischen Netzwerke zu knüpfen, mit 28, 29, 26, 28, darf er dann mal in ein Kommunalparlament, dann darf er auch schon mal vielleicht in einen Aufsichtsrat von der örtlichen Kreissparkasse, wo er ein paar Euro verdient, dann gibt er 3 Jahre lang, reicht er die Schnittchen bei irgendeinem Kreisparteitag, dann darf er 3 Jahre, 4 Jahre vielleicht die Aktentasche irgendeines Landesparlamentariers tragen, um dann irgendwann mal auf eine Liste zu kommen, dann ist er vielleicht 36, 38 und dann beginnt sozusagen seine Karriere. Bis dahin ist er aber 5-mal inhaliert, rundgelutscht und wieder ausgespuckt. Sie sprechen aber jetzt nicht von vorhin. Ja, die ist in Essen. Da habe ich mal als Direktkandidat bei der ersten Bundestagswahl. Ich kenne die Dame, ja. Muss man aber nicht. Das ist ein System, meine Damen und Herren. Diese Parlamentarier, die nach dem Geist unserer Verfassung die Treuhänder unserer Souveränitätsrechte sind, werden eigentlich zu Ein-Mann-Betriebe zur Verfolgung ihrer eigenen Interessen. Und deshalb werden sie auch so unterwürfig, indem sie alles das, was die Fraktionsführung oder die Parteiführung vorgibt, einfach mit einem Ja beantworten. Denn wenn das nicht mehr stattfindet, ja, ich bin dafür, verstehen muss ich das eh nicht, dann werden sie nicht mehr auf die nächste Landesliste gesetzt und dann sind sie in ihrer politischen Karriere beendet. Mit anderen Worten, sie sind Verräter unserer Souveränitätsrechte. Wie wäre es denn anders erklärlich, dass nach dem September, was die Frau Merkel gesagt hat, ab sofort im Stile einer byzantinischen Kaiserin alles, was jetzt herkommt und über die Grenzen will, sind Syrer. Da müsste doch eigentlich eine Gruppe von Parlamentariern, wenn sie nicht so wären, aber ganz dringend eigentlich eine Debatte im Bundestag beantragen, um über dieses Dekret der Kaiserin Angela zu befinden. Haben Sie da was von gehört? Ich nicht. Haben Sie etwas gehört von Verfassungsrichtern, die noch nicht im Ruhestand sind, dass das so nicht geht? Ich nicht. Nur wenn Sie im Ruhestand sind, dann kommen die Verfassungsrichter und sagen, das geht aber nicht. Aber warum nicht, wenn Sie in Amt und Würden sind? Na eben deshalb, soweit Sie in Amt und Würden sind. Und das bleiben Sie gerne noch weiterhin. Meine Damen und Herren, irgendwo habe ich den Eindruck, jetzt werde ich wieder sehr böse, ich habe den Eindruck, dass wir Angehörige der werteschaffenden Milieus sind, zu Systemsklaven gemacht werden sollen, die keine Herrschaftsrechte mehr haben und nur noch Funktionspflichten. Wir dürfen konsumieren, solange es noch geht, aber sonst auch nichts. So, das war so ein bisschen die Einleitung, die friedfertige Einleitung. Damals, als wir die Alternative für Deutschland gegründet haben, da ging es eigentlich hauptsächlich nur noch ums Geld oder erst ums Geld. Aber mittlerweile geht es der Alternative für Deutschland, und das merkt man ja auch zunehmend in den Debatten innerhalb der Partei, es geht um viel, viel mehr. Wir zeigen sukzessive auf, in welchen politischen Bereichen das Recht gebrochen wird. Das ist ja nicht nur im Rettungsschirm, das ist ja nicht nur der Lissabon-Vertrag. Es sind ja auch die Verträge Dublin und so weiter und so weiter. Die Probleme seit der Gründung der Alternative für Deutschland, das ist ein Grund, warum die Alternative für Deutschland so relativ gut dasteht, oder sehr gut dasteht, muss man ja sagen, ist, weil
die Probleme sich extrem vergrößert haben. Innerhalb dieser 3 Jahre. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die AfD wäre nicht gegründet worden. Da komme ich vielleicht ganz am Schluss noch. Was wäre denn passiert, wenn die Alternative für Deutschland nicht gegründet worden wäre und diese Verschlimmerung der Situation seit 3, 3,5 Jahren wäre vonstatten gegangen? Da könnten wir auch das Problem des richtigen Auflebens des Extremismus irgendwann mal erleben, meine Damen und Herren. Und die Existenz der Alternative für Deutschland ist irgendwo auch eine Gewähr, dass dieser Extremismus nicht aufkommt, weil wir in der Lage sind, sozusagen das noch im Rahmen... Einspruch. Wir haben einen fortschreitenden und immer weiter im befindlichen Linksextremismus. Da kommen wir doch alles noch dazu. Kommen wir doch noch. Wobei die Probleme, die zu lösen wären, nicht vom Linksextremismus gelöst würden, sondern von einem nationalorientierten, patriotischen Ansatz. Aber das ist ein Teil meiner Veranstaltung oder meines Vortrags. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Meine Damen und Herren, die Probleme vergrößern sich extrem und die Rasanz, mit der unsere Demokratie zerfällt, ist atemberaubend. Ich spreche jetzt mal ebenso das Zuwanderungschaos an. Ich sage ja bewusst nicht Flüchtlingschaos, weil Flüchtlinge sind das zu allerletzt. Es sind Armutsmigranten, die hierher kommen, die seit September von Frau Merkel mehr oder weniger alle zusammen willkommen geheißen werden. Und dieses Zuwanderungschaos, meine Damen und Herren, wird den Endpunkt einer Entwicklung darstellen, die dem Nationalstaat Deutschland, wie wir ihn kennen, endgültig den Garaus machen wird. Es sei denn, wir zwingen eine neue Ordnung herbei. Glauben Sie das? Wie weit konnte es denn eigentlich so kommen? Jetzt muss man so ein bisschen auch in die Geschichte hineingehen und vielleicht spreche ich das an, was der Herr da hinten gerade noch bemängelt hat, dass es eben noch nicht gesagt wurde. Meines Dafürhalten ist diese Entwicklung, wie wir sie momentan haben, eine ganz zwangsläufige und folgerichtige Entwicklung. Wir haben nämlich eine 70 Jahre währende linksideologische Indoktrination in unserer Gesellschaft. Der Anfang war die Umerziehung, auch Re-Education genannt, der Amerikaner. Haben Sie schon mal gehört? Re-Education? Das war das Programm, es war eigentlich ein Programm der psychologischen Kriegsführung, wo dann Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Mediziner, Psychologen sich Gedanken gemacht haben und es auch niedergelegt haben, also diese Regularien der Umerziehung kann man nachlesen, die zum Ziel hatte, wie kann man die Deutschen nach dem verlorenen Krieg umerziehen. Umerziehen heißt, ich will sie in eine andere Form erziehen, als das, was sie bis dato sozusagen repräsentiert haben. Ich gebe Ihnen mal ein Originalzitat vom Archibald MacLeish, das war der damalige stellvertretende US-Außenminister, der die Amerikaner vertreten hat auf der Potsdam-Konferenz. Der hat gesagt, die Umerziehung hat zum Ziel, die gesamte deutsche Tradition auszulöschen. Es ist das Ziel unserer Umerziehung, den Charakter, die Mentalität der deutschen Nation zu verändern. Natürlich war die Umerziehung auch eine Maßnahme zur Entnazifizierung, das kann man ja auch akzeptieren. Aber zu sagen, ich muss praktisch den Charakter und die kulturelle Grundlage einer Nation, einer Verlierernation, so umerziehen, dass praktisch von dieser Substanz nichts mehr da ist, das war in der Geschichte einmalig. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und wer hat denn daran mitgearbeitet, an diesen Konzeptionen der Umerziehung, meine Damen und Herren? Das war die Frankfurter Schule, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Adorno, Marcuse, Horkheimer, Fromm. Die waren nämlich 1927 von der Weimarer Republik an die Ostküstenuniversitäten in den USA umgezogen und haben dann diesen Militärs die Grundlagen entwickelt für diese Umerziehungskonzeption. Da waren auch zum Beispiel solche Wissenschaftler dabei wie C.G. Jung, ein anerkannter
Experte und anerkannter Wissenschaftler innerhalb der Psychoanalyse. Guter Mann, ich lese ihn, habe deine Sachen immer gut gefunden. Aber dieser C.G. Jung hat dargestellt, als Psychoanalytiker, wir müssen feststellen, dass der deutsche Charakter grundsätzlich amoralisch ist. Wir dürfen gar nicht die Frage stellen, wer war schuld und wer war nicht schuld, sondern der deutsche Mensch ist grundsätzlich amoralisch. Und wir müssen, um ihn sozusagen gesellschaftsfähig zu machen, dass er sich wieder im Nachbarkreis der Nachbarstaaten aufführen kann, müssen wir ihn immer und immer wieder an diese Schuld erinnern, um ihn dadurch zu erziehen. Und beispielsweise diese Umerziehungskonzeption hatte ja auch zur Folge, dass wenn man einen Verlag gegründet hat, musste man ja das Einverständnis der Alliierten bekommen. Und da musste man diese Grundsätze unterschreiben. Also als ein Herr Augstein den Spiegel gegründet hat, musste er diese Regeln der Umerziehung akzeptieren. Eine dieser Regeln, meine Damen und Herren, war, wir suchen und wir brauchen Personen des öffentlichen Lebens, die diese Grundschuld und Urschuld der Deutschen immer und immer wieder bezeugen. Das gilt ja nicht, ich kriege von Amerika. Das haben wir doch heute noch. Schauen Sie doch mal in eine Talkshow rein. Da haben Sie immer irgendeine Person, die immer in irgendeiner Art und Weise auf diese Schuld, fast zur Etablierung eines Schuldkults, sozusagen hinweist. Ich will mich da gar nicht allzu lange jetzt damit aufhalten. Ich will Sie fragen, meine Damen und Herren, was glauben Sie denn, was es so ist, was uns hier, die wir hier zusammensitzen, so zusammenhält? Was lässt uns zu einer Gemeinschaft werden, meine Damen und Herren? Ja, die gerne. Die letzten Jahre, muss ich feststellen, als Ostberliner, und ich war schon in diesem System der Umerziehung, dass die Sprache in den öffentlichen Medien sehr weit nach links gerückt ist. Ja? Und da ein Teil von meiner Familie aus dem Ostpreußen kommt und ich in der Kaufmannsfamilie und ich die Vertreibung durch meine Großeltern sozusagen übertragen bekommen haben in Sprache oder Bildern. Mhm. Und dieses auch in der DDR, sag ich mal, weitergetragen habe und in der Schule deswegen auch Ärger bekommen habe. Ja. Was lässt uns zur Gemeinschaft werden? Meine Damen und Herren, wir haben alle einen Zugang, individuell unterschiedlich, wir sind ja alles Individuen, aber wir haben einen Zugang zu unserem gemeinsamen Erbe. Einen Zugang zu unserer Kultur, zu unseren Traditionen und zu unseren Überlieferungen. Und in der Jugend durchdringt man diese Dinge. Diese Dinge kann man nationale Identität nennen, aber man kann es auch einfacher sagen, man muss keinen Begriff der Anthropologie nehmen, man kann auch Heimat sagen. Das ist unsere Heimat. Und Sie sprachen gerade die Unterschiedlichkeit an, Ostdeutschland, haben Sie gesagt. Ich stelle fest, diese Unterschiedlichkeit ist in der Tat sehr substanziell. Wir, die wir in Westdeutschland aufgewachsen sind, unsere Generation, ich bin 62, haben sozusagen die Auswirkungen dieser Umerziehung erlebt, also die Zerstörung der deutschen Kultur und Traditionen. In Ostdeutschland haben die Sowjets natürlich DDR auch ausgebeutet, aber sie wollten nicht die deutsche Kultur zerstören. Das heißt, das ist auch der Grund, warum in Ostdeutschland die Beziehungsfestigkeit zwischen kulturellem Erbe, nationaler Identität und Deutschsein einfach viel, viel höher verwachsen ist, als das im Westen. Deshalb tun wir uns hier im Westen ein bisschen schwerer mit diesen ganzen Geschichten, als Sie vielleicht drüben oder die aus der Ostdeutschland kam. Wie passt aber jetzt Frau Merkel? Ich würde vorschlagen, wunderbare Frage, ich würde vorschlagen, dass wenn wir unsere Vorträge haben, sollten wir ruhig noch ein paar Fragen und Antworten, weil das ist eine sehr, da kann ich auch sehr gut drauf antworten, aber es würde mich jetzt ein bisschen zu weit von dem wegbringen, was ich darstellen will. Wissen Sie, Identität, nationale Identität und Heimat kann man auch ein bisschen überkandidelter darstellen, ein bisschen Begrifflichkeit aus der Kulturanthropologie. Nämlich, es ist eine Dreiheit, eine Trinität aus Gemeinschaft, Raum, also Territorium und Traditionen. Letztlich resultiert daraus das Recht, und das ist ein UN-Menschenrechtscharta-Recht, die Bewahrung dieser Trinität, die Bewahrung dieses Eigenen zu betreiben.
Und die Bewahrung dieses eigenen und die Weiterentwicklung des eigenen, das ist die Aufgabe der AfD. Die wirkliche raison d'être der AfD. Das heißt nicht, dass wir solche moderneren Entwicklungen wie zum Beispiel Globalisierung oder Internationalisierung jetzt ganz und gar negieren sollten. Nein, nein, natürlich nicht. Aber meine Damen und Herren, wir müssen das eigene, die eigene deutsche Systematik in diese Internationalisierungsentwicklungen, in diese Globalisierungsentwicklungen mit implementieren. Wir können es nicht den Angloamerikanern überlassen, wie Globalisierung und Internationalisierung aussieht. Und ich bin ein Freund des angloamerikanischen Bündnisses. Wir müssen unsere Interessen formulieren und unsere Interessen basieren auf der Wahrnehmung und der Durchsetzung des eigenen, meine Damen und Herren. Und wir müssen diese Interessen formulieren, ganz allgemein und im Speziellen die Interessen der werteschaffenden Milieus, meine Damen und Herren. Denn die Verwüstungen durch die Politik gehen ganz überwiegend zu Lasten der werteschaffenden Milieus. Ich spreche oft von werteschaffenden Milieus, werde oft auch falsch verstanden, weil ich meine nur die Kohle verdienen, das meine ich nicht. Auch die alleinerziehende Mutter, selbst wenn sie von Hartz IV lebt oder von Unterstützung, ist ein Element der werteschaffenden Milieus. Rentner sind Personen, die Werte schaffen und deshalb Angehörige oder Mitglieder der werteschaffenden Milieus sind. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unseres Landes und Schwarz-Rot-Grün sind die Farben derjenigen, die es zerstören. Wir müssen identifizieren, wer unser Hauptgegner, wer unser Hauptfeind ist, meine Damen und Herren. Und unser Hauptgegner, unser Hauptfeind sind die Linken. Nicht zwangsläufig die linke Partei, sondern die Linksideologen, das sind unsere Hauptfeinde, ob sie nun Grüne sind, ob sie nun linke FDPler, ob sie linke CDUler sind. Helmut Kohl hat in den 80er Jahren gesagt, wir brauchen die geistig-moralische Wende. Ja, was hat er denn gemeint? Nämlich die Überwindung dieser Verwüstungspolitik dieser linken Ideologen. Aber er war zu feige, um es durchzuführen. Und die CDU hat anschließend genau diesen Ansatz, nämlich die geistig-moralische Wende herbeizuführen, preisgegeben, weil sie aus Partei Gründen, aus Opportunitätsgründen, Findung neuer Koalitionspartner, sich immer weiter ins linke Lager rüberziehen hat lassen. Und so haben wir heute einfach nur noch linke Parteien. Und das ist der Grund, warum die Alternative für Deutschland einfach da ist. Und so gesehen sind wir systemgenetisch eine rechte Partei, meine Damen und Herren. Wo ist das Problem? Wir haben 70 Jahre Dekonstruktion des nationalen und kulturellen Erbes und unserer Identität, meine Damen und Herren. Wir hatten die Re-Education, wir haben schon drüber geredet, wir hatten die Frankfurter Schule. In einem dieser Lehrbücher der Frankfurter Schule, 1950, steht drin, nimm ihnen die Identität, zerstöre die Nation, zerstöre die Sprache, die Kultur eines Landes und schaffe eine neue Gesellschaft mit dem neuen Menschen. Aha, es geht um die neue Gesellschaft und den neuen Menschen. Da wären wir ja gar nicht drauf gekommen, ne? Wir hatten dann die Apologeten dieser Frankfurter Schule, meine Lieblingsgruppe, die 68er. Die haben nämlich im Grunde die Inhalte dieser kulturmarxistischen Ideologie übernommen und haben etwas sehr, sehr, sehr Perfides gemacht, aber nichtsdestoweniger etwas sehr Cleveres. Die haben nämlich gesagt, in Deutschland mit dem deutschen Menschen ist keine gesellschaftliche Revolution zustande zu bringen, weil die deutschen Bürger einfach obrigkeitshörig sind. Mit Deutschen kannst du keine Revolution machen, im Gegensatz zu den Franzosen oder Italienern. Wir müssen an die Schalthebel des Staates und deshalb haben sie den Marsch durch die Institutionen gemacht. Sie sind Hochschulprofessoren geworden und haben ihre Katheter zur Aktivität
Aktionszentren ihre Ideologie gemacht. Sie haben Schullehrer ausgebildet, die dann ihre Kinder entsprechend dieser linken Ideologisierung sozusagen verderben. Sie sind Pastoren geworden und haben die Kanzel zu Marktplätzen politischen Handelns gemacht. Wo wird denn in der evangelischen Kirche noch die frohe Botschaft gelehrt? Gibt's doch gar nicht mehr. Das heißt, diese marxistische Kulturrevolution gelingt die letzten 30, 40 Jahre, weil sie den Marsch durch die Institutionen gestartet haben und auch gelandet sind. Sie haben nämlich gesagt, die Deutschen sind nur zu bewegen, eine neue Gesellschaft zu formieren, wenn das sozusagen von oben herab, nicht revolutionär von unten nach oben, sondern von oben herab autoritär dekretiert wird und dann laufen die Deutschen mit. Und genau so ist es doch. Wenn wir heute die Zuwanderung eigentlich nur noch politisch bewerten, im Sinne einer Hypermoralisierung, dann sagen alle Deutschen, ja, das sind ja auch ganz arme Menschen. Verstehen Sie? Nur hat das nichts mit Politik zu tun. Das hat etwas mit Veränderung einer nationalen Identität zu tun, meine Damen und Herren. Dann kam die grün-ökologisch-alternative Bewegung. Das waren so ein bisschen die Nachläufer der 68er. Sie kennen die alle, sind in öffentlichen Dienst gegangen oder Erzieherinnen geworden. Die Diskursraumverengung beherrschen die natürlich auch. Das heißt, bist du nicht meiner Meinung, halt liebes Maul. Toleranz über alles, aber nur, wenn du meiner Meinung bist. Schöner Spruch. Habermas. Herrschaftsfreier Diskurs, klingt klasse. Herrschaftsfreier Diskurs. Aber in Wirklichkeit hat diese Spezies, diese politische Spezies, immer nur gemeint, diskursfreie Herrschaft, meine Damen und Herren. Debattiert werden soll nicht, sondern es soll untergeordnet werden unter das, was von oben dekretiert wird. Also grün-ökologische alternative Bewegung so um 1980, aus denen sind dann sehr stark die Grünen geworden. Sie kennen die alle, die diese tantenhafte Ermahnungssprache haben. Erzieher. Wegen denen bin ich schon als Kind, die sind dann 2 Jahre später gekommen, immer in der Ecke gestanden, weil ich mir das einfach, das konnte ich nicht akzeptieren. Wir hatten dann, ach, ich muss einfach nur erzählen, was für ein Typ ist das? Wissen Sie, die haben ein SUV, weil ja beide beim Staat angestellt sind. Und wenn sie Kinder haben, dann fahren sie die mit dem SUV in den Kindergarten und holen die mit dem SUV wieder. Braucht ja ein bisschen Sprit, wieder ab. Und dann treffen sie sich am Mittag mit ihrer besten Freundin und dann lamentieren sie unentwegt über ihre schreckliche CO2-Bilanz, die sie gerade wieder mal festgestellt haben. Naja, anschließend kam dann die multikulturelle Bekehrung. Das ist alles eine Form der linken Ideologisierung zur Veränderung von Gesellschaften, meine Damen und Herren. Wobei schon Milton Friedman, Nationalökonom und Nobelpreisträger, gesagt hat, ein Staat kann ein Sozialsystem haben. Wir haben ein super Sozialsystem. Beneidet uns die Welt drum. Aufgebaut auf der sozialen Marktwirtschaft, die wiederum aufbaut auf der katholischen Soziallehre. Ich betone das, weil ich sollte mal Priester werden. Und das ist wirklich etwas ganz Tolles, die katholische Soziallehre. Ein Staat kann ein Sozialsystem haben, Punkt. Ein Staat kann offene Grenzen haben, Punkt. Aber niemals kann ein Staat Sozialsystem haben und offene Grenzen, weil der Staat sofort überfordert werden wird. Und meine Damen und Herren, genau da stehen wir doch. Genau da stehen wir doch. Es wird zugegeben, 80, 90 Milliarden die nächsten Jahre. Das sind Hunderte von Milliarden, meine Damen und Herren, was das kosten wird, diese Zuwanderung in dieser Form. Dann wird uns eingeredet, Multikulti ist bunt. Multikulti ist Burka Schwarz, meine Damen und Herren. Das ist nicht bunt. Das ist die veritable Entwicklung nicht einer Parallelgesellschaft, sondern einer veritablen Gegengesellschaft, meine Damen und Herren. Und bei den Reproduktionsquoten und Raten braucht man doch im Grunde nur Mathematik, niedere Mathematik, wann sozusagen hier die Quantität in Qualität umschlägt, wo aus der Gegengesellschaft der Versuch des Unterdrückens der Ursprungsgesellschaft kommen wird. Denn diese Menschen,
die wir hier als Geschenk zu empfangen haben, wie die Frau Göring-Eckardt sagte, die werden sich niemals in diese Form der Kultur einfügen, weil sie ihre Herkunftskultur für wesentlich wertvoller und schützenswerter halten, meine Damen und Herren. Dann kam das Gender Mainstreaming, Frühsexualisierung und so weiter. Ich möchte da eigentlich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich habe vielleicht noch 5 Minuten und dann kommt der Herr Münch dran. Ich will noch mal ganz kurz auf die Substanz des zerstörerischen Werkes der linken Ideologen eingehen. Wir haben gehört, die Zerstörung und Verwüstung der nationalen Identität. Wir haben über die Grünen, über die grün-ökologisch-alternative, feministische Bewegung auch, muss anders erzählen, wir haben durch die 68er die Zerstörung der Generationenkontinuität, der Generationenidentität, indem die Grünen, die 68er, die jüngeren Söhne gegen ihre älteren Väter aufgebracht haben, wegen der Kriegsschuld, wegen der Schuld Drittes Reich. Das heißt, die Generationenkontinuität wurde dadurch wirklich massiv gestört. Für mich ist das ein Menschheitsverbrechen, wenn ich Söhne-Generation gegen Väter-Generation aufbringe. Denn Goethe hat gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Und wenn man sozusagen das mutwillig zerstört, dann zerstöre ich wesentliche Teile der Kontinuität und der Entwicklung einer Gesellschaft. Die dritte Zerstörung der dritten Identität ist die Geschlechteridentität. Das, was im Grunde eine Gesellschaft ausmacht, nämlich das gute Zusammenwirken zwischen Mann und Frau. Dann kommt die Emanzenbewegung, die feministische Bewegung, die im Grundsatz Gleichberechtigung möchte, möchten wir ja auch alle, aber aus Gleichberechtigung wird Gleichstellung gemacht. Gleichstellung bedeutet aber Schaffung neuer Benachteiligungssituationen. In Nordrhein-Westfalen ist vor einem Monat ein Erlass herausgekommen bei der Polizei, dass selbst wenn Frauen, also Polizeibeamtinnen, 30% schlechtere Beurteilung haben als die männlichen Kollegen, müssen sie dennoch befördert werden und die Männer, die die bessere Beurteilung haben, können nicht befördert werden, weil eben Frauen befördert werden müssen. Merken Sie, so bringe ich Frauen gegen Männer und Männer gegen Frauen auf. Es ist im Grunde ein konstruierter Konflikt, der aber dazu führt, dass die Menschen aufgrund des Brechens der nationalen Identität, der Generationenkontinuität und dieser gesellschaftlichen Übereinkunft über das Wirken von Männern und Frauen in einer Gesellschaft, das führt dazu, dass wir eine kinderlose, vereinzelte Gesellschaft werden mit Einzelpersonen, die im Grunde nicht mehr kommunizieren innerhalb des Systems, eigentlich hedonistisch ausgerichtet sind, voller Narzissmus, was dazu führt, dass er gar nicht merkt, wenn man ihm zunehmend dann noch die Souveränitätsrechte zunehmend abnimmt, er wird so zum Weltbürger versucht, es wird versucht, dass man ihn zum Weltbürger macht, der gar nicht merkt, wenn wir in eine neue Weltordnung eintreten, wo Nationalitäten gar keine Rolle mehr spielen. Wo wir sozusagen Skalenvorteile für riesengroße Konzerne haben, weil die unterschiedlichen Konsumgewohnheiten so austauschbar geworden sind, dass man produzieren kann für relativ geringe Produktionskosten und gleichzeitig aber seine Profits maximal erhöhen kann. Das heißt, meine Damen und Herren, das Eurosystem nahm uns antidemokratisch die Autonomie und die Souveränität über unser Geld, über unsere Sparvermögen, die zur Altersabsicherung geplant waren. Und was wir jetzt erleben, ist die Stufe 2. Die Zuwanderungsflut wird uns absehbar die Autonomie und die Souveränität über unsere Gemeinschaft und unsere nationale Identität und Integrität genauso antidemokratisch und rechtswidrig nehmen. Und dagegen müssen wir aufstehen. Das ist der tiefere Grund, warum die Alternative für Deutschland in jedem Falle antreten muss und dafür sorgen muss. Jetzt könnte ich Ihnen noch eine ganze Stunde, wenn Sie Lust hätten, aber der Herr Münch muss ja auch noch,
könnte noch eine ganze Stunde jetzt über diese Sachverhalte mit Ihnen sprechen. Mache ich aber nicht. Klang jetzt alles auch ein bisschen defätistisch, ein bisschen depressiv. Aber ich glaube, und da will ich jetzt meinen meinen Landsmann, schwäbischen Landsmann zitieren, Friedrich Hölderlin, vielleicht kennen Sie ihn, der hat einen Roman geschrieben, Hyperion, und da steht drin, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Und das Rettende, sind die beiden Wertepole, Freiheit und Patriotismus. Und meine Damen und Herren, genau diese beiden Wertepole, und das bitte ich Sie wirklich, sich zu verinnerlichen, Freiheit und Patriotismus, das sind die Essenz der Alternative für Deutschland. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an Martin Renner für diesen sehr informativen Vortrag.